Hi. In etlichen Videos habe ich ja schon mal so meine Discount-Bushcraft-Geschichten vorgestellt. Dann geht es ums Kochen oder Messer oder Tabs etc. Und heute wollte ich mal über Äxte sprechen. Und dazu habe ich eine kleine Sammlung von Äxten für unter 20 Euro zusammengestellt. Die habe ich alle schon teilweise ein paar Jahre. Meine Waterlings und meine Grandfather Brooks, die lasse ich schön im Keller, weil es geht mir nur um günstige Äxte. Ich hatte mal bei Dave Canterbury in Journal of the Yurt gesehen, dass er eine von Eastwing vorgestellt hat und hat erklärt, dass diese von den Boy Scouts of America benutzt wird und er das auch als Junge benutzt hat. Und ich stand dann irgendwann mal im Obi-Baumarkt und wollte mir ein paar Äxte angucken. Ja, und dann stand ich hier vor dieser Axt. Die ist dieser von Eastwing sehr ähnlich. Die kostet 17,95. Canterbury hat übrigens gesagt, dass die von Eastwing so um die 30 Dollar kostet. Das ist Quatsch. Geht mal bei globetrotter.de auf die Webseite, also vielleicht in Amerika, aber hier in Deutschland garantiert nicht. Bei globetrotter.de geht mal auf die Webseite und guckt mal nach Äxten und da ist die auch von Eastwing dabei und die kostet hier sage und schreibe 70 Euro. Also 70 Euro für eine Axt, für die der hier sehr ähnlich ist. Das würde ich nicht ausgeben. Für die Grandfather Brooks 80 bis 100 Euro, okay, habe ich auch gemacht. Kein Thema, aber für sowas 70 Euro, ne. So, das hier ist eine von Lux Tools. Die ist sehr gut verarbeitet. Ist hier vorne sehr flach, wie man sehen kann. Ja, ist also keine Röhre, sondern ist solides, durchhängendes Metall. Von Lux Tools, wie gesagt, sieht man auch drauf, glaube ich. Ja, ja. Die kostet 17,95. Und wie gesagt, die ist der sehr ähnlich, dieser Eastwing Axt. Die kam relativ stumpf daher. Ich musste die also erstmal schleifen. Die hat einen sehr schönen, sehr griffigen Gummigriff. Und steht hier drauf: Wear safety glasses user and bystander. Aha. Also die ist von Lux Tools, 17,95 als ja, kleine Axt. Oder Beil fürs Campen oder für Holz zu bearbeiten, für Feuer und so weiter. Ist die nicht schlecht. Bah, es ist ziemlich warm hier. Mein Vermieter hat die Heizung angemacht. Ich habe eine Fußbodenheizung und ich hasse Fußbodenheizung, wie die Pest. Also es ist ziemlich warm. So, dann habe ich eine, die hatte ich mal im Bushcraft Forum vorgestellt. Bushcraft Beyond Survival auf Facebook. Das ist eine von Penny. Und Penny hat die verkauft für 7,95 €. Man sehen kann, schon ziemlich massives Ding. Ich halte mal meine Hand dahinter. Ja, die verschwindet fast. Wie gesagt, 7,95 €. Und die ist von der Firma Abraham Diederichs in Wuppertal. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ja. Die ist von Pure Works oder für Pure Works als Distributor, keine Ahnung. Jetzt diese TÜV-Stempel, geprüfte Sicherheit, nach dem sowieso. Was steht hier noch drauf? Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Das ist dermaßen klein gedruckt, ich habe wirklich super Augen. Solltet ihr mal an diese Axt kommen, weil der Penny wird solche Aktionen wiederholen, das heißt im Frühjahr zum Beispiel, müsst ihr darauf achten. Hier ist der Holzgriff ganz unbehandelt und hier ist er lackiert, nicht lasiert, lackiert. Und das ist extrem schlüpfrig. Auch diese Axt kam sehr
stumpf daher. Ich habe die dann nachgeschärft und die hält die Schärfe. Ich habe auch mal, dass man das hier sehen kann, oben auf der Ecke einen Stein getroffen, den ich nicht gesehen hatte beim Holzbearbeiten. Und es hat eine Katsche gegeben, weil die lässt sich wegschleifen. Dann habe ich hier die, und die ist wirklich sehr gut. Übrigens, die kostet 7,95, falls ich das vergessen haben sollte. Und ich habe es vergessen, dass ich es nicht vergessen habe. Die hier, die gab es beim Neuwieder Baumarkt B1. Und ich weiß nicht, ob es B1 sonst noch wo gibt. Ja, schon wieder aus Wuppertal. Mal gucken. Aha. Die Firma Meisterwerkzeuge scheint die gleiche zu sein wie die Firma Abraham Diederichs. Sind beide aus Wuppertal in der Oberkamper Straße 37 bis 39. Na denn, Wuppertal ist nicht weit weg von Luxtools, denn Luxtools kommt aus Remscheid. Müsst ihr mal auf den Deutschlandplan gucken. So, diese Axt vom B1 hat 6,95 gekostet. Hat auch den geprüfte Sicherheitsstempel drauf. Hat ein recht unbehandeltes Holz, aber die Trude in der Hand ist nicht allzu schwer. Der Kopf hat ein Gewicht von 600 Gramm. Jetzt mal gucken, ob hier drauf was ist. Wie viel Gramm das sind? Das sind 1000 Gramm. Und das hier sind 500 Gramm. Also der ist schon sehr, also diese Axt, die ist schon sehr komfortabel. Hat auch einen recht altbackenen Axtkopf. Dann des Weiteren meine Lieblingsaxt. Die habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Die ist von der Firma Helco. Also nach Wetterlings und Grinsworth Brooks ist das meine Lieblingsaxt. Man sieht auch schon, ich habe die reichlichen Benutzung. Die hat mich 10 Euro auf dem Flohmarkt gekostet, hat auch einen schönen Schneideschutz. Ich zeig mal den Kopf, dass man sieht, dass ich den benutzt habe und dass der nicht gerostet ist. Das ist ein Meisterstück von CB und MS, Classic Line. 700 Gramm wichtig. Der Griff ist aus Original USA Hickory Holz. Liegt sehr gut in der Hand. Das Holz ist behandelt, es ist lackiert, aber es ist nicht so schlüpfrig wie das vom Pennymarkt. Also für 10 Euro. Ich hatte an diesem Tag auch nur 10 Euro dabei, das heißt, ich musste ein bisschen handeln. Der Typ hatte, glaube ich, 5 Stück in so einer roten Kunststoffbox. Ich hätte Geld dabei gehabt, hätte ich jetzt alle gekauft. Als Geschenk von Bushcrafter für Bushcrafter, eine Axt. Hat auch hier ein Wildledergurt oder Gürtel. Und die kam sehr scharf daher. Und ich bin mit der sehr zufrieden, also 10 Euro. Ihr müsst mal bei Amazon nach Helco, H-E-L-K-O. Ich halte das nochmal in die Kamera, damit man das sehen kann. Helco. Da solltet ihr mal nachgucken. Die haben auch große Äxte. Und die sind alle so um 15 bis 25 Euro. Also mit der bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden. Benutze ich auch sehr gerne. Nimmt nicht wirklich viel Platz im Rucksack weg. So. Dann komme ich zu einer, die habe ich seit weit über 10 Jahren. Das heißt, seit ich wieder Bushcraft. Ich bushcrafte ja eigentlich schon seit meiner frühesten Kindheit, und das waren die 70er, aber da hatte ich keine Axt. Und zwar war das genau im Jahr 2000. Wir haben jetzt Oktober. Im Oktober 2000 bin ich in diese Wohnung gezogen. Und genau im Oktober 2000 habe ich mir diese Axt gekauft und fingen wir da an mit dem Bushcraften. Und das ist eigentlich eine Baumarkt-Axt.
hat einen TÜV-Stempel drauf. Man sieht, ich habe die schon reichlich in Benutzung gehabt. TÜV-Stempel, geprüfte Sicherheit. Die habe ich für 5 Euro auf dem Flohmarkt beschossen. Hab die dann aber auch wieder entdeckt im Baumarkt. Und da kostet die, glaube ich, 12 Euro. Hat einen Fiberglasstiel, einen Gummigriff, also man rutscht auch, wenn es nass ist, nicht aus. Der Kopf wiegt 600 Gramm. Kam stumpf daher, ließ sich aber sehr einfach nachschärfen und ich bin da immer noch sehr zufrieden mit. Ich nehme die auch oft genug mit in den Wald. Jetzt kommen wir zu einer, die ich zwar auch schon mit im Wald hatte, aber das ist eigentlich Blödsinn, die mitzunehmen, weil so eine große Axt, die braucht man nicht. Also ich zumindest nicht. Der Kopf wiegt 1250 Gramm, hat den Stempel geprüfte Sicherheit, auch nach DIN. Ist meiner Meinung nach ein ADW Best, no name. Mit auch einem Fiberglasstiel. Gummieinlassungen, liegt also auch sehr gut in der Hand. Ist ein richtig stabiles, schweres Teil. Und hat auf dem Flohmarkt, meint man, um die 10 Euro oder 7,50 Euro handelt da immer sehr gerne. Gekostet. Aber die ist mir eigentlich zu schwer, um die so im Rucksack mitzunehmen. So, das war also meine kleine Übersicht über meine preiswerten Discount-Äxte. Wobei das ja mein Liebling ist. Ich sag's immer wieder. So, Kommentare, Bewertung, Subscriber werden gerne gesehen. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.